Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, nachdem im Ausschuss nur die schriftliche Anhörung des Ökumenischen Heimklinikums G GmbH fruchtete, der befragte Gemeinde und Städtebund sich für unzuständig erklärte, fehlt es uns als einziger Oppositionsfraktion schlicht und ergreifend nach einer medizinischen, einer juristisch sachverständigen Bewertung dieses Gesetzesänderungsvorhabens. Der besprochene Gesetzesentwurf ist aus juristischer Sicht sehr fragwürdig. Nach der Richtlinie 2016 aus 800 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 sollen unter anderem Verfahrensgarantien zum Schutz von Kindern festgelegt werden. Die Umsetzung ist aus Sicht der AfD-Fraktion jedoch mangelhaft erfolgt. Artikel 12 spricht von Kindern, die Paragraphen 10, 13 und 14 des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes sprechen im Wortlaut von Jugendlichen. Damit ist eindrucksvoll belegt, dass das Ziel der Richtlinienumsetzung mehr als verfehlt erscheint. Die Begrifflichkeiten Kind, Jugendlicher und Heranwachsender sind nicht differenziert. Das Gesetz ist nur zu verstehen, wenn zur Auslegung die vorbezeichnete Richtlinie herangezogen wird. Paragraph 13 Absatz 6 Satz 1 des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes, in dem es um die getrennte Unterbringung von Jugendlichen und Erwachsenen geht, bleibt aufrechterhalten, obgleich der medizinische Sachverständige des Klinikums darauf hingewiesen hat, dass er diese Regelung für mehr als bedenklich hält. Ich darf zitieren, insofern Sie Ihrem Gesetzentwurf nochmals betonen, dass die Unterbringung minderjähriger forensischer Patienten nicht mit Erwachsenen gemeinsam erfolgen soll, / darf, weise ich darauf hin, dass die Anzahl minderjähriger forensischer Patienten für unser Bundesland stets sehr gering ist. Aktuell befindet sich auf der Station noch ein Patient im minderjährigen Alter, 15 Jahre. Die anderen 12 Patienten haben die Volljährigkeitsgrenze überschritten im Alter von 25 bis 26 Jahren. Also wir erkennen daraus auf eindrucksvolle Weise, dass dieses Gesetz gemacht wird für eine Person. Das ist natürlich extrem effektiv. Da kann man mal wieder sehen, wie die Arbeit der EU und des Rates funktioniert. An der Sache nämlich vorbei. Ich darf weiter zitieren. Im Höchstfall fand sich eine Belegung von 2 bis 4 minderjährigen Patienten in der Vergangenheit. Die Bildung einer eigenen organisatorischen Einheit, so der ausführende Sachverständige, ist demnach personell nicht möglich. So viel zum Thema, es entstünden keine weiteren Kosten dieses Gesetzesvorhabens und es kommt hierdurch zwangsläufig zu einer Mischbelegung mit jüngeren erwachsenen Patienten. Weiter heißt es hierzu, die Etablierung einer reinen Station für minderjährige Patienten wäre nur bundeslandübergreifend möglich. Dann sicher wiederum um den Preis der Heimatferne mit schlechteren Kontaktmöglichkeiten zur Ursprungsfamilie und einer schwierigen Resozialisierung. Wenn man sich das anschaut, gibt es 2 Problembereiche hier. Der erste Problembereich ist, wir müssen die Patienten in ein anderes Bundesland geben, was wahrscheinlich nicht zum Erhalt der Arbeitsplätze führt. Und gerade unter dem Blickwinkel, dass jetzt wieder eine Reverstaatlichung des Maßregelvollzuges angedacht ist. Das halten wir für problematisch. Und zweitens konterkariert § 13 Absatz 6 Satz 1 dieser Vorschrift die Ziele der Richtlinie und stellt sich demnach gegen den Resozialisierungsgedanken, welcher unter anderem in der Vorbemerkung unter Ziffer 9 der Richtlinie Erwähnung fand. Nach den Ausführungen des ärztlichen Direktors des ÖHK Mühlhausen und kommissarischen Chefarztes der Klinik für forensische Psychiatrie sieht es folgendermaßen aus, darf ich zitieren, die beabsichtigte Gesetzesänderung insgesamt durchweg zu begrüßen, direkt davor und das entspricht auch der bereits heutigen Alltagspraxis. Ja, Sie sagen, das reicht aus. Und da muss ich Ihnen vorhalten, wenn das begrüßt werden soll, stellt sich die Frage, wo ist denn hier ein Regelungsbedarf oder denn eine Regelungslücke? Die ist nämlich gar nicht zu erkennen, wenn nämlich schon bereits so gearbeitet wird und es keiner entsprechenden Umsetzung bedarf. Aber wenn Sie einmal dabei sind und entsprechend umsetzen, dann sollten Sie auch die Richtlinie ordnungsgemäß umsetzen, und zwar in allen Teilbereichen. Paragraph 10 zum Beispiel zeigt auf, dass sie nur die medizinische Untersuchung und die Dokumentation regeln. Es fehlt aber die Regelung zur Antragsberechtigung und inwieweit Untersuchungen von Amts wegen durchgeführt werden können.
Hierzu führt die Richtlinie aus. Artikel 12 der Richtlinie enthält einen Kanon und weitere Punkte, um den Paragraph 14 Absatz 3 des Thüringer Maßregelvollzugs zu ergänzen. Ich möchte jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, aber das ist weitaus umfangreicher als die Formulierung in Absatz 3, Paragraph 14 Absatz 3, das abbildet. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich im Ergebnis dessen Folgendes für die AfD-Fraktion hier verkünden, dass wir einer mangelhaften Richtlinienumsetzung nicht zustimmen können in der Endabstimmung, aber dass wir natürlich einer erneuten Überweisung nach § 59 der Geschäftsordnung zustimmen, um zumindest die formalen Fehler, die hier sind, was Kind, Jugendliche und Heranwachsende sind, zu korrigieren und eventuell den § 14 Absatz 3 entsprechend zu korrigieren. Das halte ich für notwendig. Aber es ist natürlich so, dass wenn ein Gesetz gemacht wird für maximal 1, 2 bis 4 Personen, dass es dann im Endeffekt wahrscheinlich keine Rolle spielt, wie wir hier, ob wir da zustimmen oder nicht. Vielen Dank. Als nächste Rednerin erhält das Wort Frau Abgeordnete Stange von der Fraktion Die Linke.